Wir machen weiter. Babylon, Civilization 6, Helden und Legenden. Und wir gehen in die Offensive. Wir schnappen uns Dr. Perversicles, den alten Griechen. Der Mann mit der lüsternen, goldenen Maske, der uns so argwöhnisch angrinst. Was hat er vor? Er hat Thomyris angegriffen, unsere beste Freundin. Die Anführerin der Skythen, die uns zuerst immer so von oben herab behandelt hat, bis wir schließlich mit ihr eine Militärallianz angegangen sind. Und seitdem sind wir Best Buddies. Genauso wie Gandhi auch bei uns hoch mittlerweile im Kurs ist. Seine hinduistischen Apostel nicht unbedingt, die machen wir bisweilen einen Kopf kürzer, aber ansonsten alles gut zwischen ihm und uns. Aber Dr. Perversicles, den traue ich nicht über den Weg. Er hat uns angegriffen, indirekt, als er die Skythen und Thomyris attackiert hat. Und wir ziehen jetzt rauf zu seinem Reich. Hierhin. Mykene, Athen, Korinth, Knossos, Olympia und Rhodos. Weil er uns einfach provoziert mit all den Weltwundern, die dort stehen. Und er ist bei der Militärstatistik nicht unbedingt auf einem der vorderen Plätze. Insofern, wer Schwäche zeigt, darf nicht wundern, dass andere Starken herbeikommen und einem einen auf den Kopf geben. Das ist so. Eine Runde weiter, Leute. Immer weitermachen. An meiner Seite Punisher und Matsumanix. Hallo, Punisher. Schönen guten Abend, lieber WB. Hallo, Matsumanix. Schönen guten Abend, lieber Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Vier Zeitalterpunkte. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Zimmer zu sagen pflegt, vier Zeitarbeiterpunkte für uns. Rauch steigt auf, Maschinen brummen, Babylon hat die Kraft der Natur in den Dienst des Fortschritts gezwungen. Sehr schön, das Babylonische Reich, ihr und ich, wir schreiben Geschichte. Schöner Augenblick. Ingenieurskunst besteht darin, die großartigen Energiequellen der Natur zum Nutzen und zur Annehmlichkeit der Menschheit zu lenken. Jetzt wissen wir, wo Öl ist auf der Karte. Ich bin total neugierig. Lass uns mal gucken, wo Öl ist. Wir können es auch fördern. Das an Land, das auf See kommt später. Und wir können ein Schiffchen bauen. Zwar ein richtig cooles Kriegsschiff. Das hat eine Dreierreichweite. Das ist in dieser Phase Gold wert. Das hätte ich verdammt gerne. Das braucht auch nur Kohle. Jetzt bin ich sehr gespannt, wo ist Öl, Leute. Heureka für die Raffinerie. Wir hatten ein Kohlekraftwerk fertig gebaut, deshalb wir als Babylonier jetzt das Heureka bekommen. Das gibt uns 100% der Forschungskosten. Deshalb jetzt die Raffinerie erforscht. Wo ist Öl? Eine Quelle, genau hier. Bei Vardavas. Eine Ölquelle können wir schon mal holen und die gibt uns, wenn wir die angeschlossen haben, ich glaube plus 3 an Öl, Matze mal nix, ne? Plus 3 an Öl, genau. Und hier ist die zweite Quelle. Direkt daneben. Beide bei Vardavas. Beide mitten im Sumpf gelegen. Wie gut, dass wir die Stadt erobert haben. Eine Aktion. Der rennt hier rüber. Einmal Öl hier. Und was macht der nächste Handwerker? Der ist hier vor Ort. Der hat noch 3 Aktionen. Einmal hier roden, damit er schneller fertig wird. Und dann rüberlaufen und Öl anschließen. Er kann das auch. Er ist aber als Reparateur hier. Dann macht er das hier. Einmal roten bitte. Ah, der braucht 2 Aktionen dafür. Und lohnt sich das überhaupt noch? Wenn der rodet gleich, gibt es wie viel? Was meinst du, Matsumanix? 40, 50, 60? Also das wird in dieser Spielphase tatsächlich mehr sein als 40, 50, 60. Steigt ja im Laufe der Zeit, aber wie viel genau kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es kann sein, dass sich das schon gar nicht mehr lohnt, weil in 4 Runden ist er eh da. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir lassen das sein, weil es wird dann vielleicht verkürzt auf 2 Runden und ob das jetzt 2 Runden früher oder später ist, ist nicht so wichtig. Das einzig Doofe ist, dass wir hier Leonardo da Vinci, dass wir den noch immer noch nicht einsetzen. Der macht das erst, wenn der Archäologe gebaut ist, weil er gibt ein Heureka für eine Tech der Moderne und der Archäologe muss ja auch noch rüberrennen und dann Artefakte ausbuddeln. Wir rennen, wir wetzen mit ihm mal hier hin. Oh, das war der falsche. Mit ihm. Der braucht auch lange dann. Einmal roden und fertig machen. Oder es sei denn, die nächste Tech, die käme sowieso, das Heureka dafür in Kürze auch.
Aber in einem Nationalpark, Freibeuter auch nicht, Wunder auch nicht. Ach komm, wir roten gleich. Einmal Modernisierung entfernen. Checken mal, ob das Geländefeld auch zur Stadt dazugehört. Gehört. Nächste Runde wird gerodet. Die große Persönlichkeit. Wer ist es? Ein großer Admiral. Schon wieder einer. Santa Cruz. Bildet eine Armada aus einer militärischen Armee. Marineeinheit. Wie cool ist das denn? Das heißt, wenn wir gleich ihn nehmen würden, wir würden ihn auf unser Panzerschiff draufziehen, Matsumanix, hätten wir plötzlich zwei. Genau, dann hätten wir eine Armee aus diesen Panzerschiffen. Das wäre ganz cool. Eine Armee, eine Flotte. Eine Armada, entschuldige bitte. Ja, eine Armada? Ja, bildet eine Armada aus. Das heißt drei sogar. Wir hätten sogar drei und nicht nur zwei. Flotte und Armada. Wir hätten einen Dreiertrupp, ne? Wir hätten dann drei Panzerschiffe. Genau, und ich meine sogar, das würde uns auch nochmal wieder ein Heuriger bringen für die Tech, die uns Uran aufdeckt. Super cool. Da könnten wir Uran schon mal fördern. Gehen wir gleich mal gucken. Uran ist hier. Ja, natürlich. Nee, besitzt drei Armeen oder Armadas. Das dauert ein kleines bisschen noch. Aber es ist schon mal ein Schritt in die Richtung. Ach, drei, okay. Die Frage wäre, ob nicht das Kriegsschiff auch spannend wäre. Weil damit könnten wir massiv Städte runterbomben. Und überhaupt uns sowieso machen. Aus der Entfernung. Wie lange dauert es denn, ein Kriegsschiff irgendwo zu bauen? Zum Beispiel in Porta Bullica. Da haben die gerade erforscht. Ein Kriegsschiff. Kohle haben wir 14 Runde. Oder ein Panzer. Aber mit dem Panzerschiff kann man halt in Städte schön reinfahren. Nur, die haben mittlerweile alle Stadtmauern oder virtuelle urbane Verteidigung. Da hilft das Panzerschiff dann nicht so sehr. Und es hilft auch eigentlich nur gegen Korinth bei Dr. Perversicles, weil direkt am Meer gelegen, gegen Pazyrik und Pergamon. Das ist es schon. Panzerschiff oder Kriegsschiff? Ich finde, Kriegsschiffe sind ja auch teurer. Ich finde das Kriegsschiff eigentlich cooler. Ich würde abwarten. Wir bauen nachher ein Kriegsschiff und wenn wir das fertig haben, nutzen wir ihn dafür für eine Armada. Das finde ich eigentlich noch cooler. Wir holen ihn uns erstmal. Einmal rekrutieren, bitte. Ja, und bis dann können wir ja vielleicht schon noch nutzen, dass unser Panzerschiff mehr Kampfstärke bekommt, falls dieses Panzerschiff, das habe ich nicht im Kopf, aus dem entsprechenden Zeitalter ist, das geboostet wird durch diesen großen Admiral. Ist es nicht sogar so, dass wir auch die Transportschiffe, die in dessen Reichweite sind, dass sie auch jetzt einen Bewegungspunkt mehr haben? Das glaube ich tatsächlich nicht. Also das sind ja keine Wassereinheiten. Die sind zwar gewassert, aber es sind ja keine Schiffe. Also wie soll man das sagen? Es sind nicht per se Wassereinheiten, sondern es ist so eine Ausnahmeregelung, dass wir jetzt die Einheiten transportieren. Die werden nicht geboostet durch den großen Admiral. Also ich bilde mir ein, das war so nach meiner schwachen Erinnerung, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Gucken wir uns dann gleich mal an und probieren das aus. Mhm. Achso, wir müssen noch andere Ölfelder entdecken. Lass mal gucken, wo sonst noch Öl in Reichweite ist. Jetzt haben wir gleich wieder diesen absurden Effekt, dass ein paar Felder angezeigt werden, die es gar nicht trifft. Olivenölfelder zum Beispiel, das sind die Kollegen hier oben. Wo ist unser... Oh, wie schön. Wellenbrecher, dritter Ring, einmal Öl. Klasse, in dieser Phase Gold wert. Können wir uns holen? Wird es eventuell schon Nee, erstmal Kohle an Öl. Sonst noch irgendwo. Das ist Öl auf dem Wasser, das dauert eine Weile, ist auch zu weit weg. Das ist auf dem Wasser auch zu weit weg. Das war's. Olympia. Es gibt kein Ö im Englischen. Das ist auch alles zu weit weg. Falls wir uns Rodders holen würden, wäre das dann demnächst in Reichweite. Und hier ist Öl drunter. Unter diesem Handelszentrum. Noch ein Grund, sich Athen zu schnappen. Das heißt, mit Athen hätten wir dann so auf jeden Fall schon mal drei Ölvorkommen und mit dem hier unten das vierte. Damit hätten wir plus 12 Öl, da kann man eine ganze Menge an Öleinheiten, die ja ein Öl pro Runde verbrauchen, auch benutzen. Auch unterstützen. Das ist alles schön. Alles schön und gut. So, North Bowman. Wir könnten eventuell ein Schiff kaufen, meinte North Bowman. Ein Kriegsschiff. Wenn wir ganz viele von unseren strategischen Ressourcen verkaufen, lass uns das mal testen. Wie teuer ist es, ein Kriegsschiff zu kaufen? Und wir würden das kaufen in Elfenbeinküste.
Ein Kriegsschiff kostet 1720. Das ist schon ein bisschen Geld. Wir haben 618. Wir müssten 1100 müssten wir erwirtschaften über den Daumen. Gucken, was wir alles wem andrehen könnten. Mathematics, bist du bereit mitzuschreiben? Ich bin immer bereit mitzuschreiben, lieber Daniel. Da wollen wir das gleich mal ausprobieren. Also wenn wir, Eisen kauft uns niemand ab, Pferde kauft uns niemand ab, St. Peter würde uns höchstens Tumyris abkaufen. Ich glaube, das ist alles ein bisschen doof hier. Wir versuchen mal, ihr 20 Salpeter zu verkaufen. Ja, also sie... Das ist alles hier. Das kann man machen, aber es bringt wenig. Das musst du dir, glaube ich, gar nicht erst aufschreiben. Wir müssten in die Kohle reingehen. Drunter macht alles keinen Sinn. Dann ist die Frage, wer kauft uns Kohle überhaupt ab in dieser Spielphase? Das sind wahrscheinlich gar nicht so viele, weil die mit Kohle noch gar nichts anfangen können. Hier. Na doch, das wird, aber sie hat zu wenig Geld. Wir können ihr Sachen verkaufen, aber sie hat zu wenig auf der hohen Kante. Wie sieht das aus mit Gandhi? Mit Darling Gandhi? Der hatte auch kaum Geld. Die haben einfach nichts. Wir können ihm Dinge verkaufen, aber es bringt nicht viel. Und Son Doc? Allein, die hat auch kaum Geld. Das lohnt sich alles nicht wirklich. Wir können den Kohle verkaufen, das können wir auch machen. Dann haben wir ein paar Einkommen pro Runde, aber ein Kriegsschiff kaufen, das können wir davon knicken. Die haben einfach kein Geld. Es ist nichts da. Ich habe mir es aufgeschrieben, sie haben kein Geld, es ist nichts da, okay? Danke dir. Auf dich ist Verlass. Danke, dass du das so akkurat mitschreibst, Matsumanix. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Aber ich finde, das mit der Kohle sollten wir trotzdem machen. Wir verkaufen mal ein bisschen was, komm. Gehen einmal shoppen. Also sie gehen bei uns shoppen. Einmal raus mit Salpeter. Sechsmal 30 und einmalig 8. Dann kaufen wir noch, verkaufen wir an... Nee, sie hatte noch Geld für Kohle, oder? Mhm. Runden 12. Ich hätte auch ein bisschen was von dem Bargeld gerne. Elf Kohle und dann kriegen wir all ihr Bargeld. Einmal Son Doc. Sieben und 151 dafür. Holen wir uns alles an Bargeld, das die Kollegen haben. Könnten wir noch einmalige Lieferungen vereinbaren, aber das reicht erstmal. Jetzt haben wir 1265. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Und wir können tatsächlich ein Kriegsschiff kaufen. Kostet 1720 plus 130. Das heißt, es wäre dann in vier Runden der Fall. Das ist okay. In vier Runden Kriegsschiff kaufen, große Persönlichkeit dahin, zack. Hat man eine Dreierarmada von drei Kriegsschiffen und kann damit coole Sachen machen. Das sieht schon viel besser jetzt aus. Sehr fein. Wir können noch mehr Kohle verkaufen, ja, für rund, dass es rundlich mehr gibt. Das kann man machen. Mal gucken, ob sie da mitmacht jetzt aber. Für 30.
Na, das wäre eben besser. Das machen wir nächste Runde, wenn sie wieder Geld haben. Wir haben sie auf null runtergebracht und das ist mir zu tricky. Das können wir nächste Runde machen. Wir können einen Missionar kaufen, das machen wir nicht. Stadtquest abgeschlossen, ein Gesandter in Volin. Damit haben wir hier jetzt vier. Waren Suzerän, sind Suzerän. Waren wir vorher schon, alles gut. Mehr Wohnraum in Seepferdchen nötig. Blicker drauf. Danke an CRISPR nochmal fürs Cheeren. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, sage ich nochmal. Kann nicht schaden. Seepferdchen-Leuchtturm. Achso, Wohnraum, darum geht's, genau. Ja, da hilft demnächst möglicherweise die Weide und Krabben können wir auch holen. Er hat allerdings nur zwei Aktionen. Was ist wichtiger, Krabben oder die Pferde? Wir haben hier eine Weide, da haben wir eine Weide, die geben zusammen einen Wohnraumpunkt, anderthalb hier durch. Das heißt, wenn wir eine der beiden angeschlossen haben, dann haben wir einen weiteren Wohnraumpunkt, weil eine ganze Zahl voll ist an plus Wohnraum. Das heißt, eine der beiden sollten wir uns auf jeden Fall holen. Dann holen wir uns hier die Pferde und holen uns zusätzlich für die Produktion hier noch die Mine. Also hierhin Mine und dann dahin Weide. Wassermarsch, Kohlekraftwerk. Es gab eben das Heureka. Nächster Schritt. In zwei Runden wechseln. Wir können mehr Wissenschaft generieren. Wir können aber auch sagen, fangen jetzt schon mal an, eine weitere Einheit zu bauen für die Krieger. Denn in zwei Runden können die Produktionskarten in den Händler. Es sind genau zwei Runden fertig. Das passt perfekt vom Timing. Einmal Marmor. Marmor-Check. Machen wir nächste Runde. Matze Manning, sprichst du mich nächste Runde auf das Thema Marmor an? Das mache ich sehr gerne, wenn ihr mich daran erinnert im Chat, ihr Lieben, ja? Bitte daran denken. Matze Manning soll mich nächste Runde daran erinnern, Marmor. Merkt euch das. Auf euch muss Verlass sein. Matze Manning kann es sich nicht alles merken. Er steht unter meinem schlechten Einfluss beim Thema Gedächtnis. Je mehr er mir hier assistiert, desto mehr verwandelt er sich in WB Light, was die Gedächtnisleistung betrifft. Und Light wird in dem Fall nicht geschrieben mit IGHT, sondern mit EID. Also unterstützt ihn bitte. Wohnraum auch hier benötigt, das hatten wir schon und das haben wir uns noch nicht angeschaut in Bullenauge. Alles gut, hier rein und zack, Bauernhof. Militärpionier, Eisenbahn, so, haben wir denn hier irgendwo Einheiten, die hin und her laufen, religiöse Einheiten, ja. Ich vermute, wo ist der hin verschwunden? Der Apostel. Sag mal, hat er sich aufgelöst? Der kann doch nicht ins Wasser gezogen sein. Hier ist Klippe. Der stand hier. Wie ist er denn ins Wasser gekommen? Der stand direkt hier. Ins Wasser kann er ziehen, aber wenn er wassert, darf er nicht weiterziehen. Hier, das ist Klippe. An der Kontrollzone kann er nicht durchziehen. Wo ist der hin, Matze Manix? Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Bewegungspunkte dieser Apostel hatte. Ob vielleicht es dort eine spezielle Ausrichtung gibt, die sie gewählt haben bei der Religion. Aber ich meine tatsächlich, dass es nicht per se ist, dass man nur einmal ins Wasser ziehen kann, sondern gegebenenfalls auch weiter. Vier Bewegungspunkte. Einer. Was ist das hier? Ein Bewegungspunkt. Zwei Bewegungspunkte. Drei. Einer bleibt übrig und... Nein! Es reicht nicht aus, weil er auf einem Riff steht. Nein, Riff Fortbewegungskosten 1. Er würde selber wassern. Er kann nicht angreifen? Ich dachte, man kann angreifen von Land auf Wasser. Man kann nicht. Man kann? Doch, das haben wir doch schon mal gemacht. Man kann, wenn man genügend Bewegungspunkte übrig hat, aber wir brauchen mehr Bewegungspunkte, um zu wassern,
entweder die volle Bewegungspunkte oder ich meine, das habe ich auch nicht im Kopf, 2 oder 3 Bewegungspunkte gehen beim normalen Wasser drauf, Wassern drauf. Mhm. Ziehen wir wieder rauf. Setz nochmal eine Runde aus. Santa Cruz, das ist der Kollege, der die Armada bildet. Das heißt, mit ihm ziehen wir hier rein. Mit ihm gehen wir ins Wasser. Nee, das ist gar nicht... Doch, mit ihm gehen wir hier ins Wasser. Nee, das machen wir anders. Die große Persönlichkeit hier kann jetzt sich beamen. Hier auf den Hafen. Er zieht ins Wasser hier rauf. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier oben hinziehen. Was ist hier passiert, Buenos Aires? Nix. Stadt sehr stabil. Oh, wie schön. Der starke Musketier ist innen drin. Dann wird die Stadt noch besser. Die beiden Schwertkämpfer werden wahrscheinlich abgeschlachtet. Er heilt aber und stärkt die Stadt und die feuert fleißig. Und dieses Korps von Kavalleristen, dem geht schon richtig, richtig schlecht. Jetzt wollten wir hier an Land gehen, in dem Bereich. Mit dem Panzerschiff mal gucken. Den können wir angreifen oder nicht? Wem gehört die Stadt? Wem gehört Jerewan? Der Stadtstaat? So zerrennt keiner. Dann greifen wir auch nicht an. Hier dürfen wir nicht hin. Einmal hier hin. Herkules. Hier vorne hin. Hier hin und nächste Runde an Land. Das kann nicht schießen. Wenn wir Pech haben, kann man von der Stadt aus schießen, allerdings nur in den zweiten Ring, nicht in den dritten. Vielleicht zieht da einer raus, muss man mal gucken. Mit Arthus, mit dem Biowulf. Hier hin. Mit Arthus hinterher. Mit dem Ritter hinterher. Mit ihm haben wir noch eine Aktion. Da machen wir erstmal hier ein Nickerchen. Hier wechselt das Geländefeld andauernd. Ziehen wir erstmal hier rein, ein Nickerchen. Ein Nickerchen. Eine Aktion bleibt bei dem Handwerker noch übrig. Mal gucken. Das ist witzig, North Bowman. North Bowman schlägt jetzt bereits vor, dass wir die Stadt Korinth nach der Eroberung natürlich ein klitzekleines bisschen umbenennen. Wo ist denn Korinth? Ah, hier vorne. Und zwar eindeutig. Also wenn die Stadt irgendwann bullistisch sein sollte, nicht im Sinne der Religion, sondern im Sinne der Politik, dann müssen die letzten Buchstaben geändert werden. North Bowman hat völlig recht. Korinth eindeutig falsche, weil noch griechische Schreibweise. Korinth wird am Ende nicht mit TH, sondern mit D geschrieben. Richtiger Hinweis von North Bowman. Du hast den vollen Rechtschreibungsdurchblick. Was bei den Griechen Dr. Perversicles ist, ist bei uns Dr. Orthographix. Das ist unser North Bowman. Danke dir für diesen Rechtschreibungsdurchblick. Du hast es drauf. Quellen erhalten hier. Damit können wir mit dem Spion... Das müssen wir aufpassen. Das müssen wir mal nachdenken. Sichtbarkeit erhöhen ist gut, dann sind wir kampfstärker. Problem ist, wenn wir die Stadt erobert haben, ist der Spion egal. Es dauert 8 Runden. Trotzdem, Horchposten finde ich eigentlich im Moment am besten. Denn die diplomatische Sichtbarkeit, die wir bekämen, würde dazu führen, mal zumal nichts, dass wir kampfstärker sind. Genau, sowohl im religiösen Kampf als auch in dem weltlichen Kampf. Und das gibt dann immer für jede Stufe, die wir Sichtbarkeit mehr haben als die Griechen uns gegenüber, haben wir +3 Kampfstärke. Das finde ich cool. Alternative, hier vorne. Gut. Hier vorne. Sie hier. Marie-Catherine Dingsbums. Catherine Dolneu. Nee, das ist jemand. Ach ja, nee, das hier ist sie. Das ist unser zweiter Spion. In 2 Runden auch eine Aktion. Aber die Stadt war wahrscheinlich früher. Wir machen das. Wir ziehen das durch. Einmal Horchposten durchziehen, bitte.
So, eine Aktion hier noch. Nächster Bürger in 59 Runden. Die Stadt ist schon sensationell gut aufgestellt. Wir könnten sogar überlegen, ob wir Geländefelder abgeben an andere Städte, die Probleme haben, an coole Produktionsfelder zu bekommen. So. Hier ist ein tolles Feld, das gar nicht genutzt wird. Wir könnten sogar noch welche abgeben. Bittere Wahrheit hat genug Felder. Dann geben wir noch welche an Uruk ab. Tauschen uns hier hoch. Wie sieht es hier aus? Brauchen die noch Produktionsfelder? Nicht so zwingend. Nächster Bürger in 21 Runden. Das geht eigentlich. Können wir Uruk noch ein Produktionsfeld im dritten Ring verschaffen? Nicht wirklich. Das ist alles dritter Ring, reicht bis hier. Da würde man Varda was nehmen. Ja, das geht alles nicht. Genauso ist es. Was ist mit bitterer Wahrheit? Hatte genug? Nee. Mehr können wir nicht abgeben. Das bleibt so, wie es ist. Warum müssen wir hier allerdings auch kein Sägewerk bauen? Das macht im Augenblick keinen Sinn. Dann ziehen wir den lieber zurück. Na, genauso ist es. Und dann macht er da ein Nickerchen und wird irgendwann wieder gebraucht. Mit dem Kollegen hier geht es hier hin zum Thema von wegen Öl. Hier geht es ins Wasser. Hier geht es rauf mit dem Sabum Kibitum. Ritter macht Nickerchen, zieht nächste Runde an Land. Panzerschiff. Von wo können Feinde kommen? Von unten oder von oben? Eher von oben. Ziehen wir mal auf das hier drauf, falls von Korinth aus ein Militärschiff kommen sollte. Wir könnten sogar noch eins raufziehen. Um Leute abzufangen. Er zieht die nächste Runde. Der hatte sich Bernstein hier geangelt. Zwei Aktionen. Hier oben gäbe es Wohnraum, aber nur einen halben Punkt. Trotzdem hätten wir in Summe einen Wohnraum, den brauchen wir auch. Denn der Hafen ist noch lange nicht fertig. Das machen wir. Hier geht's rauf und dann hier hin. Hier halber Wohnraum, da halber Wohnraum durch die Modernisierung. Ein Wohnraum mehr. Ab dem vierten Bürger kann man dann normal weiter wachsen. Ich darf dich an das Thema Marmor erinnern, lieber Daniel. Oh, wie schön. Hatte ich im Chat jemand dran erinnert? Ja, in der Tat. Eolanica, ne? Genau. Danke an Eolanica. Wenn wir dich nicht hätten, dann wäre Matsumanix nicht so geistesgegenwärtig, um WB diesen Satz zu sagen. Lieber WB, denk an das Thema Marmor. Oh, wie gut. Matsumanix, du hast es voll drauf. Auf dein Gedächtnis ist Verlass. Danke dir. Ich verneige mich vor deinem guten Gedächtnis. Thema Marmor. Stadtstatus-Check. Erträge-Check. Nee, Ressourcen-Check. Marmor. Hier unten. Plus 3. Haufenweise. Spielboni 1. 2 werden produziert in Uruk. 1 hier, 1 gehen wir ab, Sondok. Das heißt, wir können verscherbeln. 1 bis 2. Also 1 mindestens. 1 problemlos. Sondok bekommt schon was. Wie sieht's aus mit Tumyris? Hättest du gerne von uns Marmor? Oh ja, 10 Gold für 30 Runden. Das ist gut, das machen wir. Das winken wir durch, auch wenn sie keins hat. Kein Geld hat. Achso, erstmal gucken bei den anderen. Vielleicht bekommen wir ein noch cooleres Angebot von Darling Gandhi. Ich glaub's nicht. Doch auch genauso gut. Dann checken wir mal, wer uns mehr gibt für unsere Kohle. Also wer uns mehr Kohle gibt für unsere Kohle. Nix da. Ach komm. Also das überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Also für Kohle gibt er uns nichts. Und wie sieht's aus mit Tumyris?
Ja, also das ist hier alles nicht so. Dann machen wir die. Ja. Ist ein bisschen Spekulatius. Ich gib's mal lieber Tumyrus, ich finde die netter. Die kämpft mit uns gegen Dr. Perversikles. Nicht. Ach nee, das war Entschuldigung. Jetzt habe ich ein. Das ging ja um Marmor. Entschuldigt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir ordentlich Gold plus. Können hier oben weiterziehen. Ziehen hier die Küste lang. Ziehen, gehen einmal bei Tumyrus gucken, wie es hier so aussieht. Und ziehen mit Themistokles runter. Und ich denke mal, hier hin und hier weiter zu erkunden. Das ist der schnellste Weg. 4 Zeitalterpunkte. Sehr schön. Und nochmal einen für den großen Admiral. Wir stehen jetzt beim Zeitalterfortschritt so, dass wir in 35 Runden Minimum den nächsten Epochenwechsel haben. Und wir brauchen jetzt nur noch 49 Punkte. Da kann man, das ist nicht unrealistisch. Und jetzt machen wir das. Jetzt bin ich. Sollen wir reinziehen oder nicht? Ich weiß jetzt, wenn ich hier reinziehen wollte, dann würde Matze Mannix ausschreien und diesen Satz sagen. Wibi, Wibi, denk da dran, es könnte ein Heureka geben und außerdem ist es ein Sumpfgeländefeld, da gibt es ganz gefährliche Einheiten nebenbei.